Willkommen, Digimon-Freunde. Es ist soweit. Ich möchte euch einmal kurz erklären, wie ihr die 5 verschiedenen Endings, wobei es sind eigentlich nur 4 richtige Endings und ein kleines Gimmick, wie ihr die freischalten könnt und auch was ihr dafür bekommt. Ich werde nicht explizit darauf eingehen, was es genau ist, sondern einfach nur eine Richtung geben, was ihr dort bekommen könnt. So könnt ihr dann auch nochmal einschätzen, braucht ihr das Ganze oder braucht ihr das nicht. Und natürlich auch die Bedingungen, um das entsprechende Ending freizuschalten. Zunächst einmal ein paar Basics, denn ich gehe einmal in das Profil. Hier sehen wir, bei mir leben aktuell alle Begleiter. Und ich habe natürlich eine Aufteilung, welches Ending uns angezeigt wird. Und hier ist es wichtig, unten rechts bei den Karma-Punkten sehen wir jetzt, Moral ist 81, die beiden anderen sind 0. Die beiden höchsten Werte werden immer herangezogen für ein Ending. Denn wenn ich jetzt einmal hierher gehe, das ist die Moral, meinen Freunden treu bleiben. Hier oben, das ist, wenn wir in Inbrunst ein paar Punkte drin haben. Und dann gibt es auch noch die Welt retten, das ist dann die Harmonie. Und wie ihr seht, wenn ihr die anderen beiden Werte auf 0 habt, kriegt ihr dann entsprechend hier ein Random-Ding. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem anderen Karma-Bereich 1, 2, 3 Punkte hätte, sagen wir mal in Harmonie, würde bei mir Moral und Harmonie geöffnet werden. Es ist vollkommen egal, wie viele Punkte ihr da drin habt. Es ist nur wichtig, dass die beiden höchsten Werte herangezogen werden. Zusätzlich ist es auch so, wenn bei euch alle leben, wird automatisch das wahre Ende aktiviert. Egal, ob ihr euch für Moral, Inbrunst oder Harmonie entscheidet, das spielt gar keine Rolle. Wenn ihr die Moralroute, die Inbrunstroute oder die Harmonieroute gehen wollt, müssen zwangsläufig Ryo und Tsuji sterben. Wenn die beiden nicht sterben, könnt ihr nicht in eine der 3 Routen gehen. Das ist leider so festgeschrieben. Doch gehen wir einmal auf die einzelnen Endings ein. Hier unten nicht mehr zurückgehen ist kein wirkliches Ende. Es ist ein negatives Ende, ein schlechtes Ende, ja. Aber wenn ihr das Ganze ausführt, bekommt ihr natürlich ein Ending gezeigt. Danach müsst ihr aber den Spielstand laden. Es ist nicht so, dass ihr durch dieses Ending ein New Game Plus freigeschaltet bekommt. Wenn ihr das wirklich auswählt, guckt es euch einmal an. Klar, wieso auch nicht. Aber danach müsst ihr diesen Spielstand nochmal laden, um dann ein wirkliches Ending angehen zu können. Bevor wir in die 3 Routen starten, schauen wir uns einmal den Vorspann an für das wahre Ende. Denn jedes Mal, wenn ich hier eine Option tätige, bekommen wir einen kleinen Vorspann. Und anhand dieses Vorspanns seht ihr dann auch sofort, ob das entsprechende Ending aktiviert wurde oder nicht. Jetzt blicken wir einmal auf das wahre Ende. Alle leben und es ist vollkommen egal, welchen Karma-Punkt wir hier auswählen. So, nun ist es soweit. Unsere Helden springen direkt ins Portal und wir schauen einmal, was wir jetzt zu Gesicht bekommen. Hier in dem Fall, das bekommen wir meistens zu sehen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, nicht das Spekulärste. Wir müssen einmal Teil 9 überspringen und bekommen eigentlich keine Rendersequenz. Wir werden direkt wieder in diese Welt hineingeworfen und wenn ihr jetzt Tsuji hier stehen seht und auch Ryo, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr das wahre Ending angesteuert habt. Nun werfen wir mal einen Blick darauf, wie die Moralroute ausschaut. Das ist die linke Option, meinen Freunden treu bleiben. Allerdings sind Tsuji und Ryo tot und meine Karma-Punkte, ihr seht es jetzt hier, Moral ist deutlich höher, danach die Inbrunst. Die beiden höchsten Werte werden ausgeworfen. Wir haben hier quasi die Inbrunstroute und die Moralroute. Uns geht es aber erst einmal um die Moralroute. Auch hier springen unsere Helden wieder direkt ins Portal. Danach wird der Meister stinkig, weil er uns spürt. Wir sehen wieder
die Überblendung für Teil 9. Und jetzt bekommen wir so eine kleine Cutscene. Und in dieser Cutscene sehen wir jetzt eine kleine Geschichte zu Haru. Diese Timeline bezieht sich eher auf Minoru. Und wir bekommen hier eine spezielle, ja, ich nenne es mal Fake Agumon Mega-Entwicklung. Die nächste Route, die wir uns anschauen, ist die Inbrunst-Route. Die Option lautet bei Agumon bleiben. Und auch hier wieder, es ist wichtig, dass Tsuji und Ryo sterben. Bei den Karma-Punkten müssen Inbrunst, ja, nur ein paar Punkte drin sein. Wichtig ist, dass Inbrunst entweder der höchste oder der zweithöchste Wert ist. Und dann könnt ihr das Ganze hier auswählen. Unsere Helden springen auch hier wieder in das Portal. Der Meister wird auch hier wieder ein wenig stinkig. Die Überblendung taucht auf. Wir sind in Teil 9. Und sehen jetzt hier eine kleine Cutscene, wo Saki gleich direkt anspringt. In dieser Szene geht es eher um Aoi. Und am Ende bekommen wir eine spezielle Entwicklung für Labramon, die ziemlich cool ist. Und nun schauen wir uns auch schon das letzte Intro an. Das ist die Welt retten, der Harmoniepfad. Dafür benötigen wir natürlich wieder einmal einen gestorbenen Ryo, einen gestorbenen Tsuji. Und ihr seht es auch in der Aufteilung, Harmonie ist mein höchster Wert, aber zweithöchster Wert reicht auch vollkommen aus. Unsere Helden springen wieder ins Portal hinein. Im Anschluss muckt der Meister wie immer herum. Teil 9 wird gestartet und Teil 9 wird auch mit dieser Zwischensequenz gestartet, wo es hauptsächlich um Mew und Kaito geht. Und als Belohnung bekommen wir hier eine besondere Entwicklung für Kaitos Drakemon. Und damit sind wir in unserem Überblick auch schon durch und schauen uns einmal an, was denn nun das Beste dieser drei Optionen ist. Zum einen kann man das am Anfang noch nicht wirklich sagen. Ihr solltet wirklich am Anfang zumindest diese drei Routen durchlaufen. Moral, Inbrunst und Harmonie. Und wenn ihr das habt, ist eigentlich die beste Route, dass alle leben. Und dann ist es auch schon egal, was ihr habt. Denn wenn alle leben und ihr irgendein dieser Richtung einschlagt, bekommt ihr die göttlichen Wesen. Bei den göttlichen Wesen habt ihr den schönen Vorteil, dass alle leben, ihr jeden leveln könnt und natürlich auch für jeden die normalen Mega-Entwicklungen freispielen könnt. Wenn das auch euer zweiter Durchgang ist und bei den göttlichen Wesen ist es mindestens der zweite Durchgang, habt ihr auch die Möglichkeit, die nebelhaften Erinnerungen zu aktivieren und zu spielen. Dort könnt ihr dann auch wichtige Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen für eure Digimon bekommen. Und damit könnt ihr natürlich auch das Team und die einzelnen Teilnehmer nochmal entscheidend stärken, verbessern. Und das ist auch in meinen Augen der wichtigste Vorteil für das wahre Ende, für die göttlichen Wesen. Permanentes Leveln von allen Charakteren, permanentes Spielen von nebelhaften Erinnerungen, um unsere Digimon zu verbessern. Aber das erst im nachgelagerten Schritt, wenn ihr diese drei Harmoniepfade durchgespielt habt. Die göttlichen Wesen könnt ihr natürlich auch schon vorher nutzen, um dann auch jeden eurer Teilnehmer zu pushen. Aber wenn ihr am Anfang Ryo und Tsuji immer sterben lasst, braucht ihr das noch nicht unbedingt. Später werdet ihr aber höchstwahrscheinlich die beiden am Leben erhalten, damit ihr sie dann auch leveln könnt und dann auch die letzten beiden Mega-Entwicklungen freispielen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Guide ein wenig helfen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen.